Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema, wann brauche ich einen Coach oder Trainer? Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Wann brauche ich denn überhaupt jemanden, der mir hilft in verschiedenen Bereichen? Also das Coaching oder Training, das kann ja in allen Bereichen stattfinden. Das könnte beruflich sein, das könnte beziehungstechnisch sein, das kann finanzieller Art sein. Das kann körperlich sein, das kann mental sein. Da gibt es ja ganz viele Bereiche, wo ich mir Training, Coaching, Hilfe, Beistand holen kann. Und die Frage ist, wann brauche ich das? Oder wann brauche ich es vielleicht nicht? Und ich denke, wollen wir erstmal gucken, was macht denn ein Coach oder Trainer? Ein Coach oder Trainer ist in der Regel eine Person, die sich mit einem bestimmten Bereich, mit einem bestimmten Thema oder bestimmten Aufgaben sehr dezidiert auseinandersetzt. Das heißt also, das ist sein Hauptthema, sein Hauptfokus. Da sollte der oder diejenige ein Fachmann sein. Und wir selber im Alltag, egal was wir jetzt für einen Beruf haben, ist es natürlich schwer, alle Bereiche abdecken zu können mit Wissen. Selbst wenn man gutes Allgemeinwissen hat, dann sieht man immer, wenn man in einen Bereich reingeht, und man könnte dort in die Tiefe gehen, da findet man immer jemanden, der quasi nur dieses Thema macht, nur diesen Auszug hat beruflich und der natürlich darüber viel, viel mehr Wissen hat. Deshalb kann man ein gutes Allgemeinwissen haben, aber alles alleine zu können oder zu wissen, das ist schon eine Schwierigkeit. Und wenn ich manchmal gefragt werde, ja, Micha, kannst du mir helfen? Ich habe das und das Thema, das würde ich gerne lösen. Das könnte jetzt gesundheitliche Probleme sein, abnehmen. Das könnte Vertriebscoaching sein oder kann sogar sein, dass eine Beziehung nicht gut läuft, was auch immer das für ein Bereich ist. Und, wie soll ich das sagen? Die Message ist, die Information an sich, die sind überall verfügbar. Also wenn man heute was bei Google eingibt oder was bei Wikipedia oder wie ich das selber auch mache, YouTube, dann finde ich in recht kurzer Zeit sehr viel Informationen. Und das heißt, ich kann mir schnell ein Grundwissen aneignen, ich kann mich über ein Thema grundsätzlich informieren. Aber kann ich das deswegen? Also etwas zu wissen, etwas zu können, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich merke das immer wieder, wenn ich selber zum Wing Chun gehe. Ich trainiere ja Kung Fu seit 3 Jahren oder WT, Wing Chun. Und wenn wir dann wieder eine Übung machen, die der Meister zeigt, dann sieht man das, sieht in der Regel super leicht aus. Und dann sehe ich das, aber können kann ich das trotzdem nicht. Und nur über die Wiederholung, nur dass ich das immer wieder mache, immer wieder diese Wiederholung, immer wieder adaptiert mein Körper das. Das heißt, die Nervenzellen, die Muskulatur, lernen das, es werden bei dem immer gleichen Gedanken, werden ja auch im Gehirn wirklich neue Verbindungen geschaffen. Das heißt also, es werden echte Synapsen, neue Verbindungen geschaffen. Es ist also ein Gedanke, ist nicht nur, ja klar, es ist Strom, Energie, aber da passiert auch was. Denke ich immer wieder den gleichen Gedanken, da wird im Gehirn eine neue Vernetzung geschaffen. Deswegen ist zum Beispiel beim Wing Chun oder auch beim, wenn man Schlagzeug spielt oder so, das heißt also, wenn man beide Gehirnhälften miteinander verbindet, fördert das die Intelligenz. Ja? Wobei es ja auch Studien gibt, die sagen grundsätzlich, dass jemand, der Sport treibt, einen minimal höheren IQ hat, als jemand, der unsportlich oder gar keinen Sport treibt. Aber das ist jetzt nicht ganz das Thema. Es geht nur um diese Spezifikation. Also, wir können festhalten, Informationen zum Thema Ernährung, Sport, Beruf, Vertrieb, Beziehungsmanagement, Kontakte, Kommunikation, diese Informationen, die sind im Netz kostenlos, in der Regel kostenlos zu erwerben. Aber wie gesagt, das alleine Zugriff auf die Daten, das reicht noch nicht, sondern ich bin der Meinung, man braucht dann Coaching. Das habe ich 2012 ja selber auch für mich in Anspruch genommen, um mich aus meiner Situation, meiner körperlichen, ich habe das in dem Video gesehen, erste Body-Transformation, wo ich sämtliche Bausteine im Körper hatte, Rücken, Knie, Schulter, diese ganzen Sachen. Da habe ich selber auch Hilfe gebraucht. Zudem, dass ich mich selber auf den Weg gemacht habe, mich mental zu heilen und die Ursache zu finden, habe ich mir auch Hilfe von außen geholt, um das zu beschleunigen und um auch jemanden zu haben, der auf die Geschichte mal von außen drauf guckt. Denn ihr habt selber, wie ihr mit euren Augen rausguckt, habt ihr nur eine einzige Sichtweise der Dinge. Ja? Und richtig oder falsch gibt es ja eh nicht. Es gibt immer nur eine persönliche Sichtweise. Jeder Mensch hat eine persönliche Sichtweise. Deshalb richtig oder falsch, in meinen Augen gibt es das nicht. Und
da kann es wirklich hilfreich sein, man nennt es ja auch in der Firma Betriebsblindheit, wenn jemand anderes einfach mal drauf guckt. Das kann ein Partner sein, das kann ein guter Freund oder Freundin sein, das kann jemand sein, der einem eigentlich gar nicht so nahe steht, der aber sonst ein neutrales Verhältnis zu einem hat, oder halt ein Coach oder Trainer. Das wäre natürlich hilfreicher, wenn man dem Coach oder Trainer sagt, das und das Ziel habe ich, ich möchte mich zum Beispiel beruflich verbessern als Vertriebler oder ich möchte mehr Geld verdienen oder ich werde meine Rückenschmerzen nicht los, obwohl ich Medikamente und alle Ärzte schon durch habe oder ich kriege mein Sixpack nicht, obwohl ich schon Low Carb, No Carb, High Carb, gar nichts essen, FDH, Paleo und alles gemacht habe und Sport und so. Also dann sieht man ja, die Information alleine reicht nicht, sondern ein Trainer oder ein Coach hat in der Regel ein breites Spektrum an Wissen zu seinem Themenbereich und hat natürlich auch Erfahrungen gemacht. Zum Teil natürlich auch über Trial and Error, das heißt in der Regel an sich selber und dann auch mit ersten Leuten, mit denen man gearbeitet hat. Und so wächst natürlich der Wissenspool und auch die Fertigkeiten, die der Trainer oder der Coach hat. Und dann gibt es ja noch so ein Thema, dass die Leute sagen, ja okay, das sehe ich ein. Also ein Trainer oder Coach, der mich von Punkt A bis Punkt B begleitet. Das heißt also, hier wird Ursachenforschung betrieben. In der Regel sollte die Ursache gefunden und aufgelöst werden. Dann wird ein Ziel formuliert und wir arbeiten uns dann quasi vom Ziel rückwärts. Also das Ziel wird formuliert und vom Ziel rückwärts macht mehr Sinn als von da nach da. Aber das wäre jetzt ein separates Thema. Und der begleitet mich. Der geht mit mir den Weg gemeinsam. Und wenn die Leute dann halt Anfragen stellen, nicht nur bei mir, sondern auch bei Kollegen von mir und kriegen dann halt, erfahren dann, was sowas kostet, dann ist der eine oder die andere schon ziemlich gechockt und sagt, was, das kostet so viel Geld und so ist das. Das Wissen, das Know-how, das ist gebündelt und es ist individuell. Und wenn ihr zum Beispiel ein Auto bestellt, einen ganz normalen Standard-Golf, dann ist der Standard. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Golf bestellt und lasst den individualisieren, dass zum Beispiel die Applikation innen drin nicht aus Holz sind, sondern aus Pianolock oder dass das Leder nicht so ist, sondern zweifarbiges Leder und dass es nicht die Standardfelge ist, sondern andere Felge, dann kostet das halt mehr Geld. Ja? Persönliche Sachen, individualisierte Sachen sind halt immer teurer als von der Stange. Das heißt ja nicht, dass Sachen von der Stange schlecht sind. Aber jeder Mensch, wir sind alle Individuen und jeder von uns hat ein persönliches Thema, persönliches Ziel, persönliche Gefühle, persönliche Gedanken. Und deshalb ist für mich ein Coaching-Training auch eine hochsensible Sache, weil es für mich keine Standardprozedur ist, wo ich sage, ja, das ist wieder jemand, den ich trainiere oder den ich coache, dann mache ich Schema F. Klar habe ich ein grobes Schema, wo ich sage, in meinem Schema bewege ich mich, aber da passt ja nicht jeder in die gleiche Schublade da rein. Der eine ist emotional auf dem Level, der eine emotional auf dem. Der eine ist körperlich auf dem Level, der andere körperlich auf dem. Der andere ist von seiner Gefühlswelt hier, der andere da. Und deshalb sieht man schon, wie speziell das ist. Und ein guter Trainer oder Coach ist für mich jemand, der den Menschen dort abholt, wo er steht, vom Bewusstsein her, von der Gefühlsebene her, von dem, was er glauben kann. Ja, Glaube an den Erfolg, Glaube an den Misserfolg. Also das ist für mich wirklich das, was ein Trainer oder Coach ausmacht. Versuchen oder nicht zu versuchen, erreichen, den Menschen abzuholen, an die Hand zu nehmen und eben ein Coach, ein Trainer auch wirklich zu sein. Auf dem Weg zu dem Ziel, den der oder diejenige hat. Und das, was es kostet das halt. Und das ist in der Regel bei mir persönlich ist es so, dass es keine festen Preise gibt. Deswegen habe ich auch auf meiner Homepage keine Preise gemacht, weil das immer nach Art und Umfang ist. Und der eine braucht mehr Training, der andere weniger, der andere bringt schon mehr Wissen mit, der andere weniger. Und das ist so individuell, das wäre so, als wenn man sagt, was kostet das, ein Haus zu bauen? Ja, welches Haus? Wie groß? Wo soll das Haus stehen? Wie viele Etagen? Penthouse, Flachdach, Satteldach, mit Garage ohne, mit Grundstück ohne? So ungefähr ist das, ja. Also wie gesagt, nochmal zurückzukommen, wann brauche ich einen Trainer oder Coach? Für mich ist es dann so, wenn ich sage, ich komme alleine nicht mehr weiter. Ich habe mich vielleicht mit einer Materie beschäftigt, vielleicht sogar intensiver. Ich habe auch viel Information. Dann kommt man auch zu dem Punkt, das wird euch bestimmt genauso schon ergangen sein. Desto mehr ich mit einem Thema beschäftige, da bekomme ich auch so verschiedene Informationen. Die einen sagen zum Beispiel, Low Carb ist das Maß aller Dinge. Die anderen sagen, High Carb ist das Maß aller Dinge. Der eine sagt, das ist...
Und das Verrückte ist, bei vielen führen auch viele Wege zum Erfolg. Und was ist jetzt der richtige Weg? Der richtige Weg ist der Weg, der bei dir funktioniert. Und das ist, wie gesagt, der Punkt. Wenn ihr wirklich was Großes loswerden wollt, was euch behindert, oder wenn ihr große Ziele habt und ihr seid euch oder habt es bis jetzt nicht geschafft, das selber zu erreichen, dann habt mal den Mut, nehmt euch professionelle Hilfe, ob das jetzt ein Psychologe ist, ein Fitnesstrainer, ein Ernährungsberater, ob es ein Vertriebscoach ist, ob es ein Mentaltrainer ist, das spielt keine Rolle. Nehmt euch mal jemanden, der wirklich Ahnung hat, einen Profi. Wie könnt ihr einen guten Profi finden? Im Netz oder über Empfehlungen. Empfehlungen ist vielleicht am besten, wenn ihr von jemandem, den ihr kennt, hört, wie der oder diejenige mit ihm gearbeitet hat, ist eine gute Geschichte. Und denkt dran, nicht immer ist der berühmteste Trainer auch zwangsläufig der beste Trainer. Also berühmt sein und gut, das kann einhergehen, muss es aber nicht zwangsweise. Ich sag euch, weniger im Kopf sein, mehr im Gefühl. Und wenn ihr euch eurem Gefühl hingebt, was der oder die Richtige für euch sein kann, für euch ganz speziell als Trainer oder Coach, dann werdet ihr den oder die auch finden. Ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg zu eurem verbesserten Leben, wenn ihr das gemeinsam mit einem Trainer, Coach angehen wollt. Wenn ihr es alleine machen wollt, wünsche ich euch natürlich auch alles Gute und maximalen Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel. Bei Fragen schreibt es mir unten in die Kommentare. Bei Anfragen bitte über meine Homepage, über E-Mail oder Privatnachricht. Bis dahin, alles Gute. Ciao.